Rentenerhöhung für EM-Bestandsrentner aufgrund der Zurechnungszeit 2019. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten ja vor kurzem in einem Video mal erläutert oder erklärt, dass der VDK beim Bundessozialgericht eine Revision eingelegt hat oder eine Revision beantragt hat und damit auch im ersten Schritt durchgekommen ist. Und jetzt wird der 13. Senat des Bundessozialgerichts darüber zu entscheiden haben, ob die neue Zurechnungszeit, die es seit 2019 gibt, auch für Bestandsrentnerinnen und Rentner einer Erwerbsminderungsrente, die schon vor 2019 diese Rente bezogen haben, Anwendung findet und damit letztendlich die bestehenden Erwerbsminderungsrenten erhöhen wird. Und seitdem wir dieses Video ins Netz gestellt haben, stehen bei uns die Telefone nicht mehr still und auch unsere E-Mail-Anfragen. Es geht also immer um die Frage, was muss ich tun, damit ich meine Ansprüche auf eine eventuelle Rentenerhöhung sichern kann? Ich bekomme schon seit 10 Jahren eine Erwerbsminderungsrente. Das ist so ein klassisches Beispiel. Mein Tipp: Stellen Sie bei Ihrer Rentenversicherung einen sogenannten Überprüfungsantrag nach § 44 SGB 10. Und wenn es geht, bitte noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Und warum sollen Sie das tun? Ganz einfach, weil der Überprüfungsantrag die Verjährung einer möglichen Rentennachzahlung für 4 Jahre unterbricht. Das ist der einzigste Grund, warum man das tun sollte. Denn wenn das BSG tatsächlich zugunsten des VDK entscheiden sollte, wird die deutsche Rentenversicherung nicht für die 1,8 Millionen sozusagen die Gießkanne rausholen und die Renten alle erhöhen mit einem Schlag, also von Amts wegen eine Neuberechnung durchführen. Das wird nicht passieren. Sie müssen selber einen Antrag stellen. Und der Hintergrund sind ja nicht nur diese 4 Jahre, sondern es kann ja sein, dass das Verfahren vor dem BSG in die Hose geht. Und der VDK hat ja schon angekündigt und hat gesagt, wenn das der Fall sein sollte, gehen wir zum Bundesverfassungsgericht. Und beim Bundesverfassungsgericht kann das Verfahren auch noch mal Jahre liegen. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt sind 5 Jahre vergangen und Sie haben jetzt im Jahr 2020 einen Rentenantrag gestellt und das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Jahr 2025. Dann kommen Sie von dem Jahr 2025 bis zum Jahr 2016 zurück, weil Sie im Jahr 2020 den entsprechenden Antrag gestellt haben. Und deshalb kann ich eigentlich nur empfehlen, Antrag stellen. Nochmal als Tipp von mir, wie sieht so ein Rentenantrag aus oder wie sieht ein Überprüfungsantrag aus? Ganz einfach, hiermit stelle ich gemäß § 44 SGB 10 einen Antrag auf Überprüfung aller EM-Rentenbescheide, die Sie ausgestellt haben. Ich beantrage die Neuberechnung meiner EM-Rente unter Maßgabe der Rechtslage der Zurechnungszeit, welche seit dem 01.01.2019 anzuwenden ist. Mit freundlichen Grüßen, Müller-Meyer-Schulze. Und dann beantragen Sie aber noch gleichzeitig das Ruhen des Verfahrens, damit sozusagen die deutsche Rentenversicherung hier über den Überprüfungsantrag nicht unnötigerweise noch eine Entscheidung trifft und Sie dann bis zum Sozialgericht gehen müssen und das Sozialgericht dann Ihren Ruhensantrag stattgeben wird, bis das Bundessozialgericht hier entschieden hat. Ob das Bundessozialgericht dieses Jahr, also im Jahr 2020, noch entscheiden wird, das weiß ich nicht. Aber ich sage für alle betroffenen Rentnerinnen und Rentner, stellen Sie einen Überprüfungsantrag und lassen Sie sich bitte nicht durch andere Meinungen irre und körre machen, die da Auffassung sind. Warum stellen die jetzt alle einen Überprüfungsantrag? Die legen ja sozusagen die deutsche Rentenversicherung damit lahm. Das ist Blödsinn. Es ist einfach Ihr gutes Recht. Wenn Sie die Chance haben, eine Rentenerhöhung zu bekommen auf diesem Weg, stellen Sie einfach diesen Überprüfungsantrag. Hier nochmal der Text für den Überprüfungsantrag und die Ruhensklausel zum Mitschreiben. Hiermit stelle ich gemäß § 44 SGB 10 einen Antrag auf Überprüfung aller EM-Rentenbescheide, die Sie ausgestellt haben. Ich beantrage die Neuberechnung meiner EM-Rente unter Maßgabe der Rechtslage der Zurechnungszeit, welche seit dem 01.01.2019 anzuwenden ist. Ich bitte im Hinblick
auf das laufende Revisionsverfahren beim BSG unter dem Aktenzeichen Großbertha 13R100-20B um das Ruhen des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung. Mit freundlichen Grüßen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.